Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Review zu Spellcancellor. Der hat ja jetzt einen kleinen Hype bekommen. Ein paar Leute haben ihn vorgeschlagen als gute Side-Deck-Karte, vor allem gegen Necros. Haben halt dazu ein paar Videos gemacht und dann ist der Preis halt enorm gestiegen. Und heute werden wir uns halt mal genau anschauen, ob der Preis gerechtfertigt ist. Die Matchups halt, wo man den sein kann und gegen was genau. Ja, und werden halt den Preis analysieren und schauen, ob sich das lohnt. Zuerst schauen wir uns mal den Effekt an. Was kann der genau? Und zwar können keine Zauberkarten aktiviert werden. Und alle offenen Zauberkarten werden negiert. Aus welchen Editionen kam der? Sein erstes Set war Magician's Force, was halt schon richtig alt ist. Und dann hat er schon einmal einen Reprint bekommen. Und zwar in Dark Revelation 1. Das ist aber auch schon sehr alt jetzt. Und beides Mal war er Ultra Rare. Wie gesagt, der Preis ist halt enorm gestiegen. Also, was war die Karte wert? 2-3 Euro. Einfach nichts. Und nach dem Hype ging sie sogar für kurze Zeit 45 das Stück weg. Also 40 bis 45. Dann ist es halt langsam runtergegangen. Auf 35, 30. Und jetzt ist es halt bei 15 bis 20 das Stück. Und auf Market gibt es das erste Playset für 13,95 aus Deutschland. Immer noch ein starker Preisanstieg, aber vom Preis her jetzt nicht mehr abartig. 13,95, also 14 Euro das Stück, kann schon gerechtfertigt sein. Das werden wir uns ja jetzt genau anschauen. Das erste Matchup, das wir uns anschauen, ist Shadow. Offensichtlich relativ stark gegen Shadow, weil die Fusionszauberkarten benutzen. Shadow Fusion und El Shadow Fusion. Aber das Problem ist halt, Spellcancellor hat 1800 ATK und Shadow spielt sogar im Main Deck schon mehrere Outs dagegen. Da haben wir als erstes Scromata, der kann einfach Double KO machen, beziehungsweise du kannst ihn setzen und seinen Effekt benutzen, um Spellcancellor zu zerstören. Das nächste Out, das Shadow hat, ist Shadow Dragon, der kann ihn einfach überlaufen mit 1-9 und mit seinem Effekt könnte man ihn auch zurück auf die Hand bouncen, um dann mit dem Fusion abzugehen. Und beide dieser Karten sind mit dem Eagle suchbar, beziehungsweise man kann sie millen und dann mit Falco halt wieder specialen verdeckt, um dann den Flip-Effekt zu aktivieren. Heißt, man hat also noch extra indirekte Outs dagegen und man kann halt relativ schnell und gezielt Spellcancellor beseitigen, ohne dass er wirklich stört. Dann offensichtlich kann man ihn selbst nicht in Shadow siden, weil man halt die Zauberkarten braucht. Das ist halt das Schlüsselspiel des Decks. Nächstes Matchup ist Satella. Das ist relativ nutzlos gegen Satella. Es sei denn, die haben einen schlechten Start mit Pots und Reinforcement oder so. Aber ansonsten, es ist sehr nutzlos und selbst wenn er liegt, dann könnte man einfach mit Unukai drüber laufen oder Riegel oder einfach Exceeden. Also macht keinen Sinn, es gegen Satella zu siden. Kann man es im Satella siden, ist die Frage jetzt. Theoretisch ja, ist halt nur schwer, ihn irgendwie halt zu beschwören. Er braucht ein Tribut, also die einzige effektive Weise, wie man das beschwören könnte, wäre Call und dann halt das Monster opfern für Spellcancellor. Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnen würde dafür. Eher nicht. Nächstes Matchup ist Burning Abyss. Auch gegen Burning Abyss ist Spellcancellor relativ nutzlos. Also es gab sogar mehrere Decks, die getoppt haben, die haben 0 Zauberkarten gespielt oder eine. Also absolut kein Effekt gegen Burning Abyss. Und offensichtlich kann man das am besten im Burning Abyss siden. Du kannst einfach ein Burning Abyss Monster Special und dann Tributen für Spellcancellor. Deswegen auf jeden Fall für Burning Abyss die beste Option jetzt. Dann haben wir das Matchup gegen Clifford. Vom Effekt her ist Spellcancellor relativ gut gegen die. Die können zum Beispiel die Pendulum-Effekte nicht aktivieren, also nicht pendeln. Scout zum Beispiel würde blockiert werden. Oder auch Sacrifice kann nicht ausgespielt werden, beziehungsweise selbst wenn es schon liegt, würde der Effekt negiert werden. Aber Problem ist halt jetzt, dass Clifford relativ leicht über den Spellcancellor drüber kommt. Alle Clifford-Monster können genommelt werden mit 1-8 und dann Double KO machen. Nächstes Matchup ist halt offensichtlich das Wichtigste, weswegen Spellcancellor jetzt auch so gehypt ist, und zwar Necros. Man blockiert halt alle Ritual-Zauberkarten und theoretisch gesehen haben die im Main Deck nicht viel Outs dagegen. Auf jeden Fall kein Einkarten-Out, nur Kombos. Zum Beispiel ein von diesen zwei Effekt-Necros-Monstern und dann musst du halt diesen Armor abschmeißen. Das wäre zum Beispiel ein Main Deck-Out dagegen, aber ansonsten haben sie Main Deck relativ wenig dagegen. Also kommen wir zum Fazit. Die Karte hat ihre Stärken und ist auch sehr gut gegen Necros jetzt.
Mal schauen, wie stark das Deck werden wird, wie oft das gespielt werden wird. Wenn wir annehmen, dass Niklaus eins der Top 3 Decks wird, mit Burning Abyss und Clifford, dann kann Spellcaster auf jeden Fall eine gute Side-Deck-Karte werden. Aber es ist halt eigentlich nur im Burning Abyss Sidebar. Deswegen war der Preis von 45 einfach lächerlich. Ein Kumpel von mir hat sich 2 oder 3 für 17 das Stück oder so geholt, als sie noch 45 gegangen sind. Er dachte, dass er leicht losschieben kann, aber da hat er sich total getäuscht. Was mir relativ klar war, also die Karte war offensichtlich nicht 40 bis 45 wert. Und selbst 15, glaube ich, ist die auch nicht wert. Also wir werden es sehen, wenn jetzt dann Niklaus gespielt wird, aber ich glaube, das ist eher 8 bis 10 Euro wert, die Karte. Ja Leute, das war mein Review zu Spellcaster. Hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere anderen Videos ab. Und ansonsten war's das, Leute. Ciao.